eine technische Lösung, um Patienten den Weg innerhalb des Universitätsklinikums zu erleichtern. Patienten können damit von zu Hause bis hin zur Sprechstunde durch ein digitales Navigationssystem auf ihrem Endgerät, also auf dem Smartphone, in die Universitätsmedizin Greifswald von zu Hause kommen und finden treffsicher den Weg in die entsprechende Sprechstunde. Da haben wir mehrere Sachen berücksichtigt. Zum einen natürlich die Barrierefreiheit für Gehbehinderte. Das heißt, im Vergleich zu den Nicht-Gehbehinderten, die Treppen beispielsweise angezeigt bekommen in der App, bekommt der Gehbehinderte den Fahrstuhl. Ein weiterer wesentlicher Faktor sind für uns die Sehbehinderten und Blinden gewesen. Wir haben mit einer gemeinsamen Ortsgruppe auch hier getestet im letzten Jahr, erfolgreich getestet. Und es gibt einen extra Sehbehinderten-Modus. Wir konnten auf unsere bestehende Infrastruktur zurückgreifen, die wir gerade auch grunderneuert haben. Unsere WLAN-Access-Points sind neu schon so ausgestattet, dass sie eben Bluetooth-Antennen enthalten, die eben diese Live-Navigation ermöglichen. Dann vielleicht immer noch bestehende Ecken, in denen es nicht ausreichend Empfang gibt. Dafür haben wir uns mit einem Unternehmen, ein Startup hier in der Region zusammengetan, die eben unsere Handhygienespender mit Sensoren ausstatten, die auch in Zimmern beispielsweise sind, in den Fluren, auf Stationen. Und diese Sensoren verwenden wir jetzt zusätzlich, um diese Flächenabdeckung zu 100% herzustellen. Das ist ja der erste Baustein einer Initiative, die wir weiter ausrollen können. Mit so einem System, mit Sensoren, die überall angebracht sind, damit können Sie vieles logistisch einfacher lösen. Das geht zum Bettenmanagement hin, wo sind freie Betten, was ist verfügbar, wo ist der nächste freie Rollstuhl, den ich gerade für einen Patienten benötige, wo ist das nächste mobile Beatmungsgerät. Diese weiteren Anwendungsfälle werden wir in den kommenden Jahren auch alle umsetzen.